Das wäre auch eine Uhr, die ich wirklich gerne sehen würde. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass mein absoluter Favorite zurückkommt. Mit 42 mm leider auf meinem Handgelenk etwas zu überdimensioniert. Ja. Willkommen bei Montredo. Unser Thema heute Wunschkonzert. Wir werden über einige Uhren sprechen, die wir uns wirklich wünschen, aber die es leider zurzeit so noch nicht auf dem Markt gibt. Und wenn ihr mehr über Uhren erfahren wollt oder auch zurzeit möglicherweise auf der Suche nach einer neuen Uhr seid, besucht uns auf montredo.com. Ich werde auch direkt anfangen. Die erste Uhr, die ich mir tatsächlich wirklich wünschen würde, ist die Seiko SBGA 211. Ist aus der Heritage-Kollektion. Ist wahrscheinlich den meisten geläufiger unter der Snowflake. Wirklich eine Uhr, die ich wirklich liebe. Muss mit Abstand eines der schönsten Zifferblätter in der Uhrenindustrie sein. Absolut. Die Tatsache, die mich ein bisschen stört, ist tatsächlich der Durchmesser von 41 mm. Und auch, ich finde, die Gangreserveanzeige könnte man definitiv darauf verzichten. Dementsprechend sah meine erste Traumuhr auch schon so aus, dass es wirklich die, ja, eigentlich die Snowflake so bleibt, wie sie ist. Allerdings ein Durchmesser von, ja, roundabout 38 mm und ohne die Gangreserveanzeige. Das wäre eine super schöne Dressy Watch, könnte man zu jedem immer anziehen. Ja. Die würde ich mir wirklich wünschen. Ja. Gut, Grand Seiko ist ja schon relativ breit aufgestellt, aber ich denke, das ist gar keine schlechte Idee. Leider gibt es nur eine Snowflake. Ja. Und das ist halt die mit der 41. Ja. Genau. New Snowflake sozusagen. Die New Snowflake, genau. Ja. Ich bin ja bekannterweise, kann man fast sagen, hier bei uns bei Montredo, großer Freund der Marke Rolex. Und was ich mir wirklich wünschen würde, ich weiß, es ist eher unwahrscheinlich, da Rolex ja jetzt mit der Pepsi und der neuen Batman gleich zwei neue Modelle relaunched hat von der GMT Master 2 Kollektion. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass mein absoluter Favorite zurückkommt, und zwar die Coke. Das ist die GMT Master 2 mit einer rot- und schwarzen Lünette. Das ist mein absolut liebste Farbkombination. Rot und Schwarz, wirklich, wirklich top. Es gibt tolle Modelle noch auf dem Markt natürlich, im gebrauchten Zustand. Großartige, tolle Uhr. Und wenn ich mir persönlich das auch rausnehmen könnte, würde ich sie natürlich auch dann wieder wie früher mit dem Oysterband und nicht mit dem Jubiläband, weil das Jubiläband ist ein tolles Band. Ich trage ja selber gerade eins. Super Rolex, super stylisch, aber an die GMT Master gehört meiner Meinung nach das Oyster, und dieses mit dem Oyster auch am tooligsten, am schönsten aus. Super schöne Kombination. Es gibt auch schon inzwischen viele Gerüchte, die darauf hindeuten, dass Baselworld 2020, dass ich da was tun könnte in puncto. Aber wir wissen ja, wie es mit den Gerüchten ist, gerade was Rolex angeht, was Tudor angeht, was Rolex angeht. Da wird ja oft schon spekuliert, was kommt auf der nächsten Baselworld, was kommt nächstes Jahr, was kommt übernächstes Jahr, wird schon spekuliert. Ja. Und da sie jetzt wirklich schon zwei neue Modelle rausgebracht haben, denke ich mir, sie wird bestimmt kommen, aber sie werden sich wahrscheinlich Zeit lassen. Ja. Aber dann kann ich schon mal sparen. Perfekt. du sprichst von der Rolex, wunderschöne Marke, bisschen zu teuer für mich im Moment noch. Deswegen gucke ich mir den kleinen Bruder an. Meine letzte Traumuhr, die mir zur Zeit vorschwebt, ist tatsächlich die Pelagos. Wirklich eine wunderschöne Uhr. Mir gefällt, also ist einfach 500 Meter wasserdicht. Titan, ne? Titanuhr, 70 Stunden Gangreserve, also echt cooles und Teil. Auch cooles die Teil. Die Snowflake Hands, also super vintage inspired. Ja. Super cool. Allerdings leider gleiches Problem wie vorher mit der Snowflake von Grand Seiko. Mit 42 mm leider auf meinem Handgelenk etwas zu überdimensioniert. Ja. Und ich glaube, eine Pelagos in 38, 39 mm durch die große Lünette würde sich die Uhr wahrscheinlich etwas... Bisschen wie bei der Planet Ocean, ne? Mit verschiedenen Größen. Da gibt es ja auch eine 38er Version, 39er. Bei welcher? Bei der Planet Ocean von Omega. Richtig, genau. Also und ich denke, da würde auch ein kleines Downgrade in puncto Durchmesser auch dieser der Pelagos-Linie gut tun. Das wäre auch eine Uhr, die ich wirklich gerne sehen würde, weil eigentlich gefällt mir sonst an der Pelagos alles ausgezeichnet. Aber leider wieder der Punkt des Durchmessers, wo ich, was für mich diese Uhr nicht in Frage kommen lässt. Wenn ihr auch eine Uhr habt, auf die ihr euch freut oder die ihr euch für die Zukunft wünscht, dann lasst uns doch einen Kommentar da. Wenn ihr euch für Uhren interessiert und noch mehr Videos von uns sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Wenn ihr auf der Suche nach der nächsten Uhr seid, wie wir schon gesagt haben, ab auf montredo.com, große Auswahl, schaut einfach mal rein. Und wir freuen uns auf euch, bis zum nächsten Video.
Ciao.